So. Dann wollen wir mal. Da knabberst du an den Film, falls du noch Hunger hast. Also theoretisch für die Hälfte des Monats, nächsten Monat, habe ich genug Geld. Also, Essen meine ich, sorry. Also ich werde jetzt auch wöchentlich einkaufen wohl, weil ich sowieso, oder nicht wöchentlich, aber ich werde wohl gucken, ob ich immer nur ein bisschen kaufe, weil ich brauche ja auch für den Monat danach vielleicht nochmal für eine Woche auf jeden Fall, dass das schon mal im Voraus ist. So, das ist jetzt das letzte Level, aber nicht das letzte, was wir spielen, weil wir müssen danach noch ein paar Level durchlaufen, wenn wir die noch nicht auf 100% hatten. Ja, ich guck mal. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich mir heute mache. Also entweder, also das erst vorgestern, das muss ich echt wegschmeißen. Ach, das habe ich doch gar nicht erzählt, ne? Ich habe gestern mir Reis gemacht. Ah nee, ich muss anfangen mit vorgestern. Ich habe mir vorgestern Ofenkäse gemacht. Und eigentlich esse ich gerne Ofenkäse, aber der war, glaube ich, schon recht reif, obwohl der, glaube ich, noch... Der hält eigentlich noch eine Woche. Ich habe auch noch einen. Ja, und ich habe halt nur die Hälfte geschafft, weil das war auch einer für zwei Leute. Und, weiß ich nicht, also der war mir echt zu viel. Und jedenfalls, die Mission, glaube ich, wird lustig. Das Level meine ich generell. Und, jedenfalls hatte ich da noch die Rest übrig und ich dachte mir so, hä, was machst du denn jetzt mit dem Rest? Weil irgendwie gibt's ja irgendwie nichts, was du dann mit dem machen kannst. Nochmal warm machen ist ja auch kacke und so. Ja, und dann habe ich halt gedacht am nächsten Tag, ach komm, mach's, weil meine Veggie-Bällchen zum Beispiel, die wurden auch langsam schlehen. Da habe ich gedacht, ach komm, den Käse isst du einfach so oder irgendwie sowas. Und jedenfalls habe ich dann gedacht, mach doch den Käse zu diesen, in diesen Reis- und Veggie-Bällchen-Ding, weil ich ja sowieso immer hier den Käse reinmache, dann kann ich doch auch mal diesen Käse reinmachen. Ja. Problem ist, dadurch, dass der Käse schon so überreif war, hat das alles nach diesem Käse geschmeckt. Alles. Und ich finde das jetzt nicht schlimm, aber da muss halt wirklich noch ein sehr starker Beigeschmack bei sein. Und den konnte ich nicht erzeugen. Und das ganze Ding hat einfach nur eklig nach dem Käse geschmeckt. Und nach irgendwelchen anderen Sachen, wo ich versucht habe, da irgendwie einen anderen Geschmack reinzukriegen. Ich hatte selbst irgendwie so eine süß-sauer-Soße oder sowas habe ich da noch reingekippt. Weil damit ich überhaupt noch irgendwie was habe, was in diese Richtung geht. Warum kann ich... Ach, jetzt darf ich... Ich glaube, Sweet-Chili-Soße, da bist du sogar da reingepatzt. Das war es, nicht süß-sauer. Es hat überhaupt nicht gefruchtet und das Ding, also es war wirklich widerlich. Und ja, ich musste es leider wegspeisen. Das Ärgerliche ist nur, es war wirklich für zwei Tage Essen. Und die Veggie-Bällchen kosten auch, ich glaube, 2,50. Und ja, dann der Reis, dann passierte Tomaten waren auch noch drin. Und der Käse, der ist ja auch voll teuer und... Und ich bin überhaupt nicht, weil ich esse auch Sachen, die mir nicht schmecken. Aber das war wirklich eine Sache, da wird mir kotzübel von. Weil bei mir gibt es ja wirklich nur Sachen, die schmecken mir. Also die esse ich sehr gerne. Bei mir gibt es Sachen, die ist jetzt nicht, was ich gerne esse, aber ich würde es halt essen. Und Sachen, wovon mir schlecht wird. Und das war leider eine Sache, wovon mir schlecht wurde. Und es ärgert mich halt extrem. Das kommt bei mir scheiße selten vor, aber wenn es vorkommt, ist es halt wirklich ärgerlich, weil, ne, ist ja trotzdem Geld und das sind ja trotzdem Lebensmittel. So ein bisschen wie bei, wie habe ich das gesagt, wie bei, ach guck mal, da ist der Briefkasten. Wie bei, Breath of the Wild, wenn du bei, Breath of the Wild, eine Zutat reinmachst, die falsch ist, dann kriegst du dubiose Matsche und das hatte ich halt gestern. Schön auf die Gasdinger drauf. Also es war echt dubiose Matsche. Ja, und jetzt muss ich halt überlegen, was ich mir heute zu essen mache. Weil, also gestern habe ich dann, am Abend war, hatte ich noch besucht, da war Neues da. Und da haben wir noch Flammkuchen gegessen. Ja, und heute bin ich halt am überlegen, was ich mache. Auf jeden Fall gibt es die Tage bei mir noch Veggie-Schnitzel, Kartoffeln und Blumenkohl. Obwohl... Ach nee, den Rotkohl bewahre ich mir auf. Ich habe auch noch Rotkohl. Aber ich glaube, den bewahre ich mir halt echt auf. Ah, ich wollte gerade fragen, für was sind eigentlich die Pferde? Ich glaube, die sind dafür da, dass ich da vorne hochkomme. Au. Ah! Hätte ich das schon von vorne rein machen können. Okay. Einkaufen gehen tut im Allgemeinen weh. Bringt auch keinen Spaß mehr, Lebensmittel zu holen. Nee.
Also eine Zeit fand ich das eigentlich ganz chillig, aber dadurch, dass bei uns die Läden auch nicht mehr so geil sind und generell ist es so eine bedrückte Stimmung immer und alle maulen sich an und so, es ist halt echt anstrengend. Ich gehe halt so ungern einkaufen. Das stresst mich auch jedes Mal und ihr wisst ja, was Stress so, ne? Bei mir ist das nicht gut. Deswegen ist es halt echt keine schöne Sache und es, ja, dann auch alles teuer und immer wegen Geld gucken und bla und... Aber ich habe ja jetzt meine Liste so mit Sachen, die ich halt zu essen habe und Sachen, die halt ablaufen. Und ich habe auch eine Einkaufsliste. Also wenn ich auf irgendwas Hunger habe, schreibe ich das mir direkt auf, weil bevor ich es wieder vergesse, habe ich das halt aufgeschrieben und hole mir das dann irgendwann. Deswegen, ich habe jetzt zum Beispiel, was habe ich jetzt aufgeschrieben? Kartoffelecken und Apfelmus. Darauf habe ich die Tage mal Hunger, deswegen, das gibt es dann bald. Deswegen mal gucken. Mein Nudelvorrat geht auch zur Neige. Muss im nächsten Monat mehr kaufen, um für Monate Vorräte zu haben. Also im aller Zweifelsfall habe ich immer Reis und ich versuche jetzt auch immer sowas wie Fischstäbchen oder so zu haben, dass ich einfach so Reis mit Fischstäbchen, obwohl ich das auch noch nicht gegessen habe, weil ich immer irgendwie was dazu noch habe. Aber trotzdem halt die Möglichkeit ist halt da, irgendwie sowas zu machen. Deswegen, das ist ja auch keine schlechte Sache. Wie ist das, wenn überhaupt was im Haus hat? Weil es gibt ja immer die Sachen, die macht. Hast du so, also es gibt immer. Es gibt immer Sachen, die hast du halt im Haus, weil du die halt für andere Sachen dazu brauchst und halt die Sachen, wo du halt explizit halt mit Essen machst. Also ich sag mal, solche, was ich immer da hab, ist halt Kartoffeln ist auf jeden Fall immer hier. Reis, ja, Nudeln eigentlich nicht, das ist halt selten. Nudeln musste ich auch letztens aufstocken. Nudeln habe ich total selten, weil ich esse so selten Nudeln. Ich finde Nudeln meist irgendwie langweilig. Brauche ich die Fackel dafür? Okay, war hier irgendwo eine? Boah. Die ganze Zeit niesen hier, Leute, jetzt fange ich auch schon an. Zwiebeln habe ich immer, Kartoffeln habe ich immer, Pizza versuche ich auch immer zu haben, weil das ist wirklich so das ist eines der Sachen, die halt immer da sind. Danke, danke, Neues. Ich weiß nicht, ja, dann die kleinen Sachen, hier Gewürze, Pfeffer, Salz, Oregano und so. Hier Sahne habe ich auch immer da, passierte Tomaten habe ich immer da. So Dosensachen habe ich auch immer da, falls mir irgendwie was ist. So Ananas, Thunfisch, Mais, Kidneybohnen. Immer alles hier. Kartoffeln, Nudeln und für eine Tomatensoße brauche ich, sowie ein wenig Obst, Gemüse, Zwiebeln. Gehe jede Woche einkaufen und Kleinkram und so. Danke auch. Also Obst und Gemüse kaufe ich wirklich nur frisch. Also das sind Sachen, die kaufe ich dann wirklich auch jede Woche. Aber so halt Kartoffeln, die also Kartoffeln halten sich ja eigentlich recht lang. Ich habe übrigens noch einen Sack. Ich habe einen riesen Sack Kartoffeln bei mir in der Küche und ich finde jetzt plötzlich noch einen Sack Kartoffeln. Oh, wisst ihr, was ich mir zu essen machen könnte? Kartoffelauflauf. Das wäre ein geiles Ding. Wäre ich Hunger drauf. Aber das dauert so lange, bis der fertig ist. Da sitze ich bestimmt 2 Stunden dran. Ich weiß nicht, ob ich da heute Bock drauf habe. Aber vielleicht nehme ich mir ja morgen frei und da könnte ich sagen, okay, dann mache ich mir das morgen. Aber dann müsste ich heute eine Sache für einen Tag machen. Und ich hätte schon Bock auf die Blumenkohl mit Kartoffeln und Veggie. Also vegan, oder war das vegan? Ich weiß es gerade gar nicht. Schnitzelchen. So, was fehlt mir denn noch? 4 Stück. Ja, toll. Nein! Ich dachte, ich schaffe den Sprung noch. Die mich jetzt runterschrubst, dann gibt's Ärger. Nur aktuell zum Beispiel, ich glaube,
Ja, doch, letztens war ich einkaufen, aber ich habe halt wirklich da auch nur. Da habe ich aber auch nur Sachen für den Abend geholt. Da habe ich aber kein Lebensmittel geholt. Obwohl ich hätte Toasten mitnehmen müssen. Also. Aber so die letzten Wochen war ich halt überhaupt nicht einkaufen, weil ich habe halt noch genug Essen. Und warum soll ich mir jetzt noch mehr Essen holen, wenn die Sachen, die ich aktuell habe, für diesen, also Ende des Monats schlecht werden? Also, weil bevor jetzt die Sachen, die ich mir jetzt auch wiederhole, dann auch wieder den Monat halt überstrapazieren, in dem Sinne. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Der letzte Vorrat hat 5 Minuten gehalten, dann bunkere ich noch mehr. Aber das ist, das klingt zwar blöd, aber das ist gar nicht so verkehrt. Also besonders, ich sag mal, Nudeln. Wenn du Nudeln irgendwo im Angebot siehst, könntest du ja theoretisch dir so viel holen, dass das für ein paar Wochen, wenn nicht Monate reicht. Warum nicht? Weil das sind Sachen, die werden sowieso immer benutzt. Und bei mir ist das halt auch so eine Sache. Ich versuche halt immer so für einen Monat halt, also am Anfang des Monats versuche ich immer so für einen Monat zu holen. Dafür war das. Jetzt habe ich den Gral. Ja. Ah, okay. Und halt alles, was übrig bleibt, fließt dann so in den nächsten Monat rein. Und dann staut sich das halt, weil ich dann auch wieder nächsten Monat für einen Monat Essen kaufe und ein bisschen mehr. Und wenn da mal was im Angebot ist, hole ich mir dann auch ein bisschen mehr davon oder überhaupt da was von. Das staut sich dann halt immer mehr. Puffert. Das war einer meiner Lieblingswörter. Puffert. Es puffert sich. Der letzte Vorrat. Achso, habe ich schon gelesen. Ich habe noch Blätterteig. Weil ich habe auch gerade nichts, was ich so morgens essen kann. Morgens oder mittags. Habe ich gerade gar nichts. Muss ich auch mal gucken, wie ich das löse. Deswegen, ich glaube, da mache ich mir den Blätterteig aber für. Wäre, glaube ich, ganz angenehm. Einmal habe ich mir Reibekuchen gemacht. Die habe ich dann ja, ich glaube, 3 Tage in Folge gegessen, immer mittags. Das war eigentlich auch ganz chillig. Warte, mein Sirup hat mich hier. 5,49 € gekostet, im Angebot für 3 € geschossen und das Geld für Sirup. Ich habe, glaube ich, gar nichts mit Sirup. So. Oder sie wirkt nicht auf 1 Liter Basis und 1 Liter. Ah! Okay, das ist auch faszinierend. Schmeckt das denn gut? Also so im Vergleich? Aber ist doch bestimmt auf der viel billiger, ne? Also verhältnismäßig. Im Prinzip funktioniert ja auch Cola so. Das wisst ja auch viele nicht. Das ist ja eigentlich meist immer Sirup ist nur unverdünnt mit Wasser. Weil viele immer sagen so, dabei, weiß ich nicht, im Meckes, da haben die nur so ein Sirup. Und ich denke mir so, ja, das wird so gemacht. Nur die haben halt direkt das Ding und nicht schon alles zusammengemixt. Einer fehlt noch, okay. Wäre auch eine interessante Sache. Ich sag mal auch so, wenn das wäre voll interessant, wenn man so Besuch hat oder so. Hält sich so ein Sirup auch lange? Weil ich habe zum Beispiel mir vor Monaten mal so eine Fanta geholt, mit wo man nicht weiß, was drin ist, also dieses Fragezeichen Fanta.
Und also was für ein Geschmack das ist halt. Und je. Ho. Wa. Jehova, Jehova. Das ist wieder der Witz. So, hier müsste der letzte sein. Da ist der letzte. Ob hier noch was versteckt sein könnte, ich weiß ja nicht. Ich guck gleich trotzdem mal. Also ich glaube nicht, aber... Es könnte noch sein, dass hier noch eine Figur ist, ne? Also ich glaube nicht, weil wir hatten ja in dem letzten Ding schon eine. Man weiß ja nie. So. Okay, was hat mir... Ich habe keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht haben soll. Trocken lagern und im Schatten hält es sich, kannst oder musst du im Kühlschrank stellen, hält sich super. Muss ja nicht so viel verwenden, wie die große Kappe. Nee. Okay. Ja, nee, ich fand das halt einfach nur cool, weil das ist zum Beispiel wie so ein... Ich habe so eine... boah, was ist das hier? Hier so eine Kapsel-Kaffeemaschine habe ich. Und die benutze ich zwar nicht, aber ich fand die Idee mal dahinter ganz cool, dass man im Prinzip dann die Möglichkeit hätte, wenn man Besuch hat und der Besuch sagt so, ey, ich will einen Kaffee haben, dann kannst du halt sagen, okay, hier, hast du einen Kaffee halt, ne? Und da finde ich das schon wieder eigentlich ganz cool. Du hast die scheiß Fackel fallen lassen, du Idiot. Ja, und da könnte man das ja auch so sagen, weil ich bin jetzt jemand, der trinkt eigentlich gar keine Cola. Und wenn ich aber mal zwischendurch Durst hätte, dann würde ich mir einfach so ein Sirup-Ding machen, weil... Also deswegen wegen lange halten, weil ich glaube, so eine Flasche Cola oder sowas hält sich, glaube ich, nicht länger als ein halbes Jahr. In dem Sinne ist es eigentlich viel erspart, ja. Weil diese Kapselmaschine finde ich auch unnötig, aber ich bin halt niemand, der Kaffee trinkt und es ist halt scheiße, den ganzen Kaffee aufzubrühen oder so. Da könnte man eher sagen, okay, ja, ist ja halt so ein Scheiß. Ah, hier ist nochmal die ganze Brücke. Allein für das Geld lohnt sich das, Kappa. So, ich will nur kurz gucken, ob hier irgendwo... noch was versteckt ist. Weil wer weiß... Finde ich aber nicht schön. Hey! Ach so, wir können ihn stunnen. Hallo? Ich glaube, wenn man so klein und wüsste nicht welchen Kelch, ich will mal ausprobieren, was passiert. Oh, okay, man stirbt instant. Ich glaube, hier ist echt nichts mehr versteckt. Schade eigentlich. Also ich hätte echt so gedacht, so im letzten Level wäre das schon cool gewesen. Nein, nicht der. Nicht der. Nein, nicht der. Der, ja. Der Krug eines Zimmermanns. Okay, war nichts mehr. Unverwundbarkeit, schön. Alles klar, Neues. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
und Gesundheit. Oh. Komme ich auch erst dieses Jahr drauf. Manchmal bin ich auch klug. Ja, ich will auch mir mehr so einen Soda-Stream holen. Ich glaube, das wäre auch gar nicht mal so uninteressant. Da kommen uns ja auch so ein paar die Sachen da drauf machen. Ah, schön, schön. Und zur Universität, ja. Ich weiß nicht, was heute auf YouTube abgeht, aber da gucken heute echt viele Leute zu. Den stelle ich mal weg. Tut mir noch mehr schlecht. So. Mit dem Mission gerade haben wir alle Missionen einmal durchgeführt. Warum haben wir jetzt den Gralsritter als Partner? Und warum hat er hier auf dem Bild da oben keinen Hut auf? Aber ach, ist mir auch egal. Ja. Oh, die haben wir noch gar nicht gekauft. Okay. So. Damit haben wir natürlich noch nicht alles. So, wir kriegen jetzt mal 3840 Punkte. Also wenn wir einen Zehner sammeln, kriegen wir 38.400. Glaube ich. So, wir haben hier alle Extras gekauft. Es fehlt halt wirklich nur noch die, ja, es fehlen halt nur noch die restlichen Sachen. Und zwar müssen wir jetzt nochmal gucken. Also wir haben überall voll Geld. Uns fehlt 5 Minikits und ein roter Stein. Und eine Star Wars Figur. Und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen doof, aber ich will halt sehr, sehr gerne gucken. Star Wars Charaktere, ja. Luke Skywalker. Luke versteckt sich in einem Level im Gebirge. Am Ende des Levels kommt ihr über eine große Lücke, die den braunen Barren auf der rechten Seite überquert. Wer die Luke finden wollt, nehmt ihr diesen Weg nicht. Stattdessen springt nach unten auf den Boden, wo ihr die Eishülle sehen könnt, mit diesem Raketen. Ah! Also kann man den Luke holen, alles klar. Okay, welches Level war das? Okay, ich wusste nicht, dass man den befreien kann. Episode 1. Ja, toll, Jäger des Verlorenen. Das war aber nicht im ersten Level. Das, ja, ist im Gebirge, ne? Ja. Und da fehlt mir auch ein Minikit noch. Okay, das ergibt dann Sinn. Weil ich habe mich schon gefragt, weil Luke haben wir ja schon gesehen, aber ich wusste nicht, dass wir den befreien kann, weil die anderen waren ja auch alle versteckt eigentlich. Obwohl, geht eigentlich. Wünsche noch einen schönen Abend, bin dann auch weg. Oh, okay. Dann tschüss, Princess. Und schön, dass du da warst, dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend. Und ja. Oh, dann habe ich noch einen langen Weg hier zu beschreiten. Ich hoffe, das dauert halt nicht mehr so lang. Oh nee, jetzt muss ich das alles auch noch... Ja, wir können ja eigentlich das Level einfach durchrennen. Nur halt, das Minikit fehlt nur noch. Hä? Was hat die Stempelplatte? Okay. Habe ich Unbesiegbarkeit über... Ja, geil! Endlich. Jetzt macht das alles viel einfacher. Okay, erster Part. Moment. So. Ist noch jemand da überhaupt? Oder? Boah, heute sind wir jetzt hier ganz allein. Naja, da machst du nichts, ne? Oh. Ich hoffe mal, hier brauchen wir nicht zwei Figuren, weil sonst haben wir ein Problem hier.
Also es war, glaube ich, nicht so angedacht, dass man das so machen soll, aber naja. Hier ist immer noch kein Pfeil. Na, schade. Okay, hier muss ich das, glaube ich, wirklich machen. Hä? Das ist noch mal. Ach, da oben. So. So, dann baust du dich nochmal kurz auf. Zack, zack, zack. Ich glaube, das könnte hier gewesen sein mit Luke. Ja, hier ist das. Okay, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich dachte, das wäre nur ein Easter Egg, was einfach so da ist. So, somit haben wir alle. Jetzt auch nichts, okay. So, jetzt die Level alle nochmal durchgehen, ist echt langweilig. Aber was willst du machen, ne? Ach, toll. Nein! Das ist nicht wahr, ne? Ja, drück mal C. Och, aber ich habe keinen Bock mehr da oben stehen. Ich habe noch überlegt, ist der nicht vielleicht zu weit weg? Ja, war er. So, jetzt steht er hier. Okay. Jetzt beenden wir gleich das Level und finden irgendwo den Dingswumms. Das kann ich mir auch vorstellen. Da ist er. Ah, und der ist wirklich da, wo ich gedacht habe. Irgendjemand bollert hier die ganze Zeit rum. Ich glaube, wir brauchen da wirklich eine Fackel oder sowas. Ich weiß nicht, wo man ja eine kriegt. Hä? Ich guck mal ganz kurz nach, was hier los ist. Weil hier wird die ganze Zeit gebollert und ich weiß nicht, was los ist.
Nicht, dass da irgendwas ist. Ja, da war keiner. Ich weiß nicht, warum das unten so laut war. Keine Ahnung. Eine Fackel. Oder brauche ich hier gar keine Fackel? Warte, ich guck mal nach. Weil dieses immer hin und her finde ich halt echt nicht so geil. Im Gebirge. Da. Ich hab hier eine blöde Fliege. Gut. Da. Holt euch aus der Höhle, aus der ihr kommt, eine okay, jetzt ergibt das Sinn. Okay, ich wusste nicht, dass wir zurückgehen können. Ah, okay. Jetzt ergibt das Sinn. Hab ich auch gar nicht dran gedacht. Der typisch meine Dummheit, ne? So. Level fertig. Und das ist das letzte Artefakt. Schön.